Jo Leute, was geht ab? Gamer-Gucker ist wieder am Start hier für euch. Ich wollte euch mal ein kleines Fazit-Video geben zur Magenta TV One. Ich habe jetzt über einen Monat das Gerät. Können wir ja mal mehr hier anzeigen, mehr Infos. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Das Gerät ist offiziell seit dem 7.12. erschienen. Also von der Telekom zum Verkauf oder zum Leihen oder zum Mieten oder was man auch immer möchte. Ja, und mein Fazit ist einfach, dass, gehen wir zurück, dass ich einfach mega zufrieden bin mit der Box. Ich hatte einige Probleme am Anfang mit der Box, weil es so eine Beta war mit Abstürzen und hat nicht in der Verbindung nicht aufgebaut. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt mega zufrieden damit. Es ist halt für mich eine Streaming-Box, nenne ich das jetzt mal. So nennt es, glaube ich, die Telekom auch irgendwo in der Beschreibung. Es ist gute HD-Qualität, die Fernbedienung hat Tasten, was ich einfach brillant finde. Die Tastenbelegung soll eigentlich meiner Recherche noch kommen, dass man Tasten belegen kann, wie zum Beispiel Aufnahme und etc. Ja, manche Sachen gut funktionieren noch nicht so ganz, wie sie sollten, aber das kennt man ja, neu erschienen. Ja, mein Fazit ist einfach, ich bin mega zufrieden mit dem Ding. Ich werde es auch weiterhin nutzen. Die andere Box, ich hatte vorher die TV-Box, die hier, in Weiß, da hatte ich auch sehr, sehr viel Probleme mit der Fernbedienung beziehungsweise jetzt. Also, dass die Fernbedienung mal abgestürzt ist oder sich nicht verbunden hat. Und ich bin mit der TV One sehr zufrieden. Ich kann sie weiterempfehlen für mich, wer sie haben möchte. Ich bin seit mehreren Jahren oder seit vielen Jahren Telekom-Kunde. Und dazu braucht man einen Magenta TV-Tarif. Welchen genau müsst ihr euch, solltet ihr genau erkundigen, weil ich habe halt, ne, jeder, der was einer hat. Und ja, mein Fazit, es ist super, es klappt, leistungsstark, WLAN funktioniert immer. Man kann diesmal auch den WLAN selbst auswählen, ob man als Beispiel jetzt 2,4 GHz nimmt oder 5 GHz WLAN nimmt oder 6 oder was auch immer in Zukunft geben soll. Wie gesagt, ich bin mega zufrieden damit. Und Aufnahme läuft über die Cloud, was ich auch cool finde, dass man auch unterwegs das Stream, dass man sich unterwegs auch runterladen kann als Beispiel. Wenn ich jetzt als aufnehme, falls How I Met Your Mother als Beispiel, keine Ahnung, nehme ich jetzt hier in dem Ding auf in der Cloud und könnte mich dann mit der Magenta TV App runterziehen, dann unterwegs angucken. Und ja, manches funktioniert halt noch nicht, wie zum Beispiel, wenn ich aufnehme in SD-Qualität, wenn es mir nicht irre ist, glaube ich SD, dass man ab und zu noch nicht vorspulen kann. Das ist aber, soweit ich weiß, schwieriges Thema. In der alten Box, in der TV-Box ging das alles. Die haben gesagt, dass es wahrscheinlich noch kommt, aber die wissen es noch nicht wegen den ganzen Rechten und ja. Und ich würde sagen, ja, das ist eigentlich ein kleines, kurzes, knappes Video. Über die Box, wenn ihr sie haben wollt, holt sie euch oder auch nicht, wie auch immer. Ich hatte vorher die hier und ja, ich bin mit der zufrieden, klein, süß, niedlich, gut. Ob es sie noch in Weiß gibt, weiß ich nicht, ich vermute eher nicht, erstmal noch in Schwarz. Und ja, ist eine super Ergänzung zu dem Stick, manche haben auch den Stick. Kennst du euch, lasst eine Bewertung da oder schreibt mir, wenn ihr Fragen habt und bis bald, euer Gamer-Gucker.